Hallo, herzlich willkommen zur Sendung mit der roten Maus. Der Titel der heutigen Sendung lautet Psycho, Kurs halten, unbedingt. Warum Psycho? Nun, zunächst sehe ich mir gewisse Parallelen mit dem hervorragenden Film unter der Regie entstanden von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1960, diesem Film Psycho oder Psycho, je nachdem, wie Sie es aussprechen möchten, in dem Anthony Perkins die Hauptrolle spielte. Er spielte dort die Hauptrolle des Serienmörders Norman Bates. Die Älteren von uns werden ihn sicher kennen. Bei den Jüngeren bin ich mir nicht so sicher, würde jedem empfehlen, sich diesen Film anzusehen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Im Titel steht ja auch Kurs halten, unbedingt. Warum Kurs halten? Weil der Kurs, der jetzt eingeschlagen wurde von vielen Menschen in diesem Land, der richtige ist. Wir wissen, dass es bereits am 11. April in Dresden einen Protest für die Versammlungsfreiheit gab. Es gab am 12. April in Köln Proteste gegen die Kontaktverbote. Dann gab es die Heidelberger Solidaritätsbekundung für Beate Bahner, die Rechtsanwältin, die hier zwischendurch mal kurzzeitig in der Psychiatrie gelandet ist. Wobei ich da vorsichtig wäre, man weiß nicht genau, was hier dahinter steckt. Letztlich aber war die Maßnahme, diese Solidaritätsbekundung am 15. April, eine richtige Maßnahme. Wir wissen, es gab Hamburger Proteste am 16. April auch gegen die Aussetzung der Versammlungsfreiheit. Einen Tag später, am 17. April, gab es eine Sitzdemonstration in München. Dort hatte die Stadt München die Demonstration zwar verboten, aber der Bayerische Verwaltungsgerichtshof kippte das generelle Verbot nach der Klage der Veranstalter. In Stuttgart finden seit dem 18. April unter dem Motto Querdenken regelmäßig Demonstrationen gegen die Corona-Regelungen statt. Auf der ersten Demonstration waren es nur 50 Leute. Mit jeder Folgedemonstration nahm die Zahl der Menschen zu. Und am 2. Mai waren schon knapp 6.000 Demonstrationsteilnehmer. Nicht zu übersehen auch der Spaziergang in Pirna als Protestveranstaltung und der bundesweite Protest der Gastronomen am 24. April. Es tut sich was. Die Menschen haben mehr und mehr die Schnauze voll. Den Topf zum Kochen, ich sage absichtlich noch nicht das Fass zum Überlaufen, denn da fehlt es noch ein bisschen, aber den Topf zum Kochen brachte natürlich auch Spahns wahnwitzige Idee des Immunitätsnachweises, verbunden mit einer Bill Gates gefälligen Impfpflicht. Auch das wurde auf diesen Demonstrationen thematisiert, die Leute möchten sich nicht zwangsimpfen lassen. Was sehen wir daran? Wir sehen, kaum formiert sich ernstzunehmender Widerstand, ziehen einige dieser Politdarsteller, einschließlich Jens Spahn, der schon als Kanzlerkandidat gehandelt wurde, vielleicht noch wird, was nichts anderes als ein Armutszeugnis der CDU ist, hat den Schwanz eingezogen. Dieses Impfprogramm sowie dieser Immunitätsnachweis ist auf Eis gelegt. Auf Eis gelegt heißt natürlich nicht, dass es komplett vom Tisch ist, aber es ist auf Eis gelegt. Er hat die Verantwortung von sich weggeschoben, er duckt sich weg, er hat es abgegeben an die EU. Und deshalb sage ich Kurs halten, unbedingt. Denn diese EU-Parlamentarier unterscheiden sich charakterlich nicht von einem Spahn. Auch die werden, sobald sie merken, dass es ans Eingemachte geht, einknicken. Und wir sehen es ja nicht nur an der Impfpflicht. Auch diese irrsinnige Maskenpflicht, die keinen nachvollziehbaren Sinn macht, so sind jedenfalls eine Menge Ärzte der Auffassung, sondern viel eher noch weitere Krankheiten, Belastungen und Probleme nach sich ziehen kann, ist im Freistaat Sachsen über Nacht abgeschafft worden. Keine Maskenpflicht mehr in Sachsen. Da ist dem Kretschmer, ich sag's mal
So grob, der Arsch auf Grundeis gegangen, weil gerade die Sachsen ganz massiv gegen diese Maßnahmen sind und es auch zeigen. Und liebe Polizisten, ich komme nicht umhin, mich heute auch an euch zu wenden. Ich kann mich noch erinnern, da bezeichnete man euch als Schutzleute. Der Schutzmann war der Polizist in meiner frühen Kindheit. Schutzmann. Die Aufgabe ist es, die Menschen zu schützen. Die Bilder, die man in den letzten Tagen, gerade in den sozialen Medien, im Zusammenhang mit Demonstrationen von euch Polizisten gesehen hat, sind nicht sehr erbaulich. Ich kann euch nur empfehlen, denkt daran, wem ihr dient, auch wenn diese BRD eine Privatveranstaltung ist. Ich kann die Situation verstehen, als Familienvater, der möglicherweise ein Haus auf Kredit gekauft hat, bleibt einem nichts anderes übrig, als seinen Vorgesetzten zu folgen. Dennoch, der Wechsel kann schneller kommen, als manchem lieb ist. Was lesen wir heute noch in den Mainstream-Medien? Merkel zu Corona-Lockerungen. Zitat Merkels: Wir haben die allererste Phase der Pandemie hinter uns. Angela Merkel lobt das Verhalten der Bürger in der Corona-Krise. Die Menschen in Deutschland hätten verantwortungsvoll gelebt, sagt die Kanzlerin nach ihren Beratungen mit den Ministerpräsidenten und stellt die umfangreiche Lockerungen vor. Aha, wenn man verantwortungsvoll lebt, sich den Gehirn, diesen Hirngespinstern der Politikerklasse anpasst, dann kommt ein Zuckerl, dann gibt es Lockerungen, aber in dem Fall sogar umfangreiche. Warum? Weil der Widerwille der Menschen gespürt wird bis hinauf in diese Ebene. Und deshalb sage ich, wiederhole ich mich, Kurs halten, außerordentlich wichtig, sich nicht jetzt von diesen Zuckerln, die wir hier bekommen, beeindrucken lassen und sich sagen, ah, ist ja alles in Ordnung, alles läuft. Nein, das ist nur ein Stück Zuckerbrot, das uns serviert wird, um uns zu beruhigen. Es geht ja noch weiter. Wir sehen noch andere positive Entwicklungen. Wir sehen, dass das Bundesverfassungsgericht, wobei mir bis heute niemand erklären konnte, warum dieses Gericht Bundesverfassungsgericht heißt, denn wir haben keine Verfassung, wir haben ein Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz ist nichts anderes als eine Betriebsanleitung für die Geschäftsführung der BRD, woran die Führungsfiguren sich übrigens lange nicht mehr konsequent halten, was den Besatzungsmächten übel aufstoßen dürfte. Nun, jedenfalls hat dieses sogenannte Bundesverfassungsgericht das EZB-Anleihekaufprogramm von 2015 für teilweise unwirksam verfassungswidrig erklärt. Das Gericht hat erstmals in seiner Geschichte festgestellt, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt seien. Das sagte der scheidende Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle bei der Urteilsverkündung. Deshalb können sie in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten. Jahrelang wurde darüber gestritten. Der CSU-Vizeparteichef Gauweiler und auch der Ex-AfD-Politiker Lucke sowie Hans-Olaf Henkel waren die bekanntesten Vertreter der Klägergruppe. Jetzt endlich, nach Jahren, kommt ein solches Urteil, wobei natürlich wir dieses Urteil genau anschauen müssen. Unterm Strich ist es natürlich so, wenn man sich die Reaktionen der Finanzmärkte anschaut, dass es nicht allzu dramatisch gewertet wird. Denn diese Verfassungsrichter sehen im Kauf von Staatsanleihen keinen Verstoß gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Aber immerhin, sie haben ein Türchen geöffnet, welches jahrelang mit aller Kraft zugehalten wurde. Wir sehen, es gibt Reaktionen. Und das, was ich im letzten Video sagte, es gibt in diesem Land einen Nährboden, der von außen gedüngt wird, tröpfchenweise gedüngt wird und auch genau beobachtet wird, was sich in unserem Land tut, fängt an, erste Keime sprießen zu lassen. Es gilt aber weiterhin Kurs halten, denn diese Führungsmarionetten, deren letztes Stündlein schon bald geschlagen haben wird, was die Regierungstätigkeit betrifft, haben ja schon die nächste Schweinerei vor.
Und zwar berichtet die Rheinische Post, um die Bundestagswahl auch bei neuen Corona-Wellen im Herbst nächsten Jahres durchführen zu können, bereitet die Koalition eine Novelle des Wahlrechts vor. Also die gehen davon aus, dass die im nächsten Jahr immer noch an der Regierung sind. Und da sie es bleiben wollen, soll das Wahlrecht novelliert werden. Und dreimal dürfen wir raten, wie? Natürlich so, dass sie ihre Macht festigen können. Es soll nämlich die Möglichkeit geschaffen werden, über die Zusammensetzung des Bundestags allein durch Briefwahl zu entscheiden. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Nichts ist leichter manipulierbar als Briefwahl. Ist mir sowieso ein komplettes Rätsel, wie so etwas funktionieren kann, wie das zulässig sein kann. Ein Privatunternehmen wie die Post karrt da irgendwelche Zettel hin und her, die dann irgendwo geöffnet und ausgezählt werden. Das ist meiner Meinung nach sowieso problematisch. Aber so wie gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert wird, so wie gegen die Impfpflicht demonstriert wird, genauso muss gezeigt werden, dass man auch mit einer solchen Änderung des Wahlrechts nicht einverstanden ist. Die Ideen gehen diesen Führungsfiguren, die ja offensichtlich auf gar keinen Fall im Interesse des Volkes, der Menschen handeln, sondern im Interesse ganz anderer Strippenzieher handeln, wie Bill Gates, Soros und dem, was noch übrig ist vom tiefen Staat der USA. Auch ein großkotziger Söder lenkt inzwischen ein. Söder aus Bayern lenkt inzwischen ein. Die fühlen sich alle sicher und groß, solange sie die Gewehre auf ihrer Seite haben und solange das Volk mitspielt, ob mürrisch oder nicht, ist egal. Hauptsache für die, sie können ihre Agenda durchziehen. Vergessen wir nicht, das System BRD ist am Ende. Es ist genauso am Ende, wie das System der DDR vor 30 Jahren am Ende war. Auch das System EU ist am Ende. Wichtig ist, Kurs halten, unbedingt, denn es muss von den entscheidenden Steuerungsapparaten, und das sind nicht wir, erkannt werden, dass die Saat, die hier mühselig gedüngt wurde und wird, dabei ist, aufzugehen. Im Übrigen, was die Demonstrationen und Demonstranten gegen Impfpflicht und Immunitätsnachweis betrifft, ich bin überzeugt davon, ganz viele von euch, von Ihnen sind gegen Trump, weil wir natürlich bombardiert werden mit Mediennachrichten, die mehr als zweifelhaft sind. Aber diese Impfgegner sollten sich darüber bewusst sein, dass sie einen sehr, sehr starken Verbündeten haben, nämlich Trump. Die Presse ist schon an einigen Stellen dabei, siehe Bild, vorsichtig die Kehrtwende einzuleiten, denn die scheinen genau zu wissen, was kommt, und zwar schon bald. Also nochmal, Kurs halten unbedingt, nicht ermüden, dabei bleiben, Präsenz zeigen, das Ganze aufrechterhalten. Friedlich, rechtsstaatlich, korrekt. Nun komme ich zurück zu Psycho. Dieses Meisterwerk von Alfred Hitchcock, welches übrigens auf einem Roman von Robert Bloch basierte, erinnert mich an unsere jetzige Situation, in der wir befinden, und auch an die Gestalten, die dieses Land lenken. Da gab es in diesem Film Norman Bates, den Serienmörder, der seine Mutter präparierte, die dann mumifiziert in einem Lehnstuhl saß und er in seiner gespaltenen Persönlichkeit einerseits seine Mutter war und einerseits er selbst, der Norman Bates. Diese tote Mutter ist für mich symbolhaft für die BRD. Norman Bates, die gespaltene Persönlichkeit, ist für mich symbolhaft für unsere Politiker. Als Bates am Schluss doch gestellt und gefasst wurde und dann in eine Psychiatrie eingeliefert wurde, sah man eine Szene ziemlich am Ende des Films. Ich kann mich erinnern, er saß, ich glaube, es war eine Zelle mit einer Zwangsjacke und seine Gedanken wurden hörbar gemacht. Also eine Stimme sprach für den Zuschauer seine Gedanken. Und interessant war, er saß da
und es befand sich im selben Raum eine Fliege. Und diese Fliege flog zu ihm hin, wieder weg, saß dann auch auf ihm irgendwo drauf und seine Gedanken dazu waren, ach schaut mal, diese Fliege, dieser Fliege werde ich jetzt nichts zuleide tun. Dann werden alle sehen, dass ich ein guter Mensch bin, der niemandem etwas zuleide tun kann. Schaue ich mir die Reaktionen unserer Politiker an, auf das, was sich jetzt tut, und das ist noch nicht mal wirklich viel, kann ich mich einfach dieser Erinnerung nicht erwehren. Ich bin sehr gespannt auf diese Gesichter, wenn es dann wirklich kracht. Tja, in diesem Sinne, das war's für heute. Ich bedanke mich wieder für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich auch für die Unterstützung. Wir freuen uns über einen Daumen hoch und vor allen Dingen freuen wir uns auch über ein Abonnement mit Glocke. Die Unterstützungsmöglichkeiten sind unten in der Infobox genannt. Bis bald!